Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks Live mit Motility und heute schauen wir uns mal den Panther M10 erneut an. Das letzte Video ist ja schon ein paar Jahre her und seitdem hat sich viel getan. Ja, das hat natürlich auch einen Grund, denn es gibt derzeit die Möglichkeit, sich diesen gratis zu erspielen. Ein Stufe 7 Premium Panzer der Deutschen mit 100% Crew und angepasstem Matchmaking. Ja, und zwar ist das Ganze auf tankrewards.eu, das ist eine offizielle Wargaming-Seite, gibt es auch die News dazu auf der offiziellen Webseite und dort einfach einloggen und fertig. Dann können wir hier runterscrollen, hier gibt es Missionen, die wir jeden Tag erfüllen müssen, unter anderem hier 1 bis 6, 7, 8, 9 und 10 und dort jeweils Gefechte gewinnen. Ja, Wenn man hier genug Marken zusammen hat, ihr seht schon, ich habe jetzt noch nicht so viele, 410 von 3000, dann kriegt man irgendwann den Panther M10 inklusive 7 Tagen Premium und einer 100% Crew. Also ist schon mal nicht verkehrt und ist auch ein schöner Panzer mittlerweile. Das erste Video hat ja damals ja gezeigt, was der für Probleme hatte. Mittlerweile sind diese aber entfernt, denn er wurde gebufft, trotzdem hat er noch angepasstes Matchmaking und ist nun eigentlich so ziemlich ein normaler Panther. Und zwar ein Panther mit der L100. Bis auf die mittlere Durchschnittskraft, die ist ein bisschen unterschiedlich. Wir haben 150 zu 198. Ist alles andere entweder überlegen oder gleich oder ähnlich zum Panther. Ihr seht es, ne? Fast nur grüne Zahlen. Und der hier ist komplett ausgebaut, ne? Mit der L100-Kanone und dem Schmalturm. Und das will schon was heißen. Also große Unterschiede gibt es da nicht. Wir haben ein bisschen weniger Turmpanzerung. Das ist aber völlig normal und verkraftbar. Wir haben ein bisschen schlechteres Leistungsgewicht. Dafür richtet sich unsere Kanone schneller. Und auch die Tarnung ist ein bisschen besser. Leider haben wir nicht die Sichtweite. Das ist das größte Manko, wie ich finde. Aber ansonsten haben wir hier ein fantastisches Fahrzeug auf Stufe 7 zum Premiumfahren. Und ja, er sieht keine 10er, keine 9er. Das ist ganz, ganz wichtig. Der Panther sieht ständig 9er, der hier nicht, maximal 8er. Und ja, damit ist er ein fantastischer Flankierpanzer und sollte in jeder Garage zu finden sein. Vor allen Dingen, wenn man ihn gratis erspielen kann. So, dann schauen wir uns den mal an. Viel Spaß. So, dann sind wir auch schon mit unserem Panther M10 zusammen mit PKM. Huhu. Hallihallo. Ja, Panther M10. Die Story sollte bekannt sein. Addendenoffensive 1944, Unternehmen Greif. Ein paar deutsche Einheiten wurden mit amerikanischem Zeugs ausgestattet. Unter anderem auch 12 dieser Panther hier. Und die wurden halt umgebaut zu M10 Tank Destroyer, um den Feind zu verwirren. Aber die Ziele konnten, also die hochgesteckten Ziele konnten bei weitem nicht erobert werden. Und dementsprechend versumpfte die komplette Addendenoffensive. Und ja, der Rest ist Geschichte. So kam es aber dazu, dass die Deutschen hier tatsächlich amerikanische Fahrzeuge haben. Ein Panther im M10-Kleidchen. Ja, ansonsten haben wir hier einen normalen Panther mit Stockgun und normaler Ausführung. Ausführung G übrigens. Und ja, wir haben 135 Schaden, 150 Durchschlag. Ist nicht die Welt, reicht aber. Auch gegen Achter, weil den sollte man nicht frontal begegnen. So, was haben wir da? Ein T-34-100. Noch ein T-34-100. Und eine Su, Vorsicht. Der ging voll durch ihre Panzerung. Komm schon, Kanone. Komm schon, Kanone. Alle 3,3 Sekunden können wir schießen. Ist so ein bisschen das Äquivalent zum E-25. Der schießt ja ähnlich schnell, hat ja auch eine ähnliche Kanone. Und dementsprechend haben wir hier ein sehr schnell schießendes Fahrzeug. Halte ich mal ein bisschen zurück, du bist da schon ganz schön angekratzt. Wirkungstreffer. Wir haben sie böse erwischt. Blöde Hütte hier, ne? Drei T-34s vor der Nase. Wirkungstreffer. Tschechischer Bauart. Mhm, 200 mm und eine 85 mm. Oh ja. Natürlich, die große trifft mich. Aber gut, wir haben ein Luftpolsterchen, wenn es darum geht, ein bisschen Schaden einzustecken. Wir haben nämlich 1300 Hitpoints. Die Gegner hier haben nur 1100.
Das ist halt typisch deutsch. Wir haben ein bisschen mehr Hitpoints. Dafür fehlt halt der dicke Punch. Und wichtig hier ist immer anwinkeln, ne? Ecken zum Feind. Unsagbar wichtig. Viel weiter kann ich nicht vor, sonst fahre ich nicht so. Will ja keiner. Oh, was ist das? E25. Mit Gold. Goldiger E25. Jetzt kann ich die Super Hellcat beschießen. Mann, da haben wir hier einiges vor uns. Okay. Ein Druck. Ah, zu viel Crap da vorne, ich krieg den Krummel nicht. Jetzt sieht ihn auch wieder keiner. Ja, Sichtweite ist ein Problem. Sichtweite ist hier leider ein ernsthaftes Problem. Der ist nicht unbedingt dazu geeignet, um Spotten zu fahren. Oh Mist, dahinter ist noch eine Super. Auch ziemlich goldig unterwegs ist. Oh, Cromwell von irgendwo. Wenn der den Cromwell hier vorne mal aufmachen würde, wäre das echt fantastisch. Oh, E25 und Super Hellcat stehen beide noch da oben. Und die nix. Geh mal wieder auf. Wo ist der Cromwell da unten? Cromwell ist weggefahren. Ich klapper mal ein bisschen die Büsche ab. Mhm. Ich stehe so, jetzt würden sich auch die Wege aufgeben. Munition haben wir genug dabei. Die 25 wird sich extra in den Busch rein, im Graben positionieren. Mhm. Hitpoints habe ich nie mehr. So, was machen wir? Mich hier auf jeden Fall erstmal raus, weil wenn wir nichts sehen, können wir nichts beschießen und so läuft das Gefecht ein bisschen an uns vorbei. Und die Super Hellcat da oben, die kann noch relativ gut in jeden Busch hier glotzen. Das ist nicht schön, deswegen mal ganz außen rum. Gucke ich mal mir die Mitte an. E25 da hinten wird Endboss, ne? Schauen wir mal. Oh, die Su hat gerade unseren T-34 weggeräumt mit einem Schuss. Sowas ist ärgerlich. Der Aal steht da oben, okay. Haben.
So, wenn ich jetzt hier vorne aufgehe, ist wahrscheinlich bald Sense. Ah, guck mal, was wir gefunden haben. Wir haben sie! Wir wurden entdeckt. Da ist die olle Superhellcat. Was für ein Arti-Hit. E25 ist nicht mehr da. Nee. Der ging nicht durch. Wir wurden entdeckt. Ich glaube, die war zu gefährlich. Wir haben sie nicht nur angekratzt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. So, E25 wird gleich zu mir kommen. Oder der Aal. Ja, da ist der E25. Er hat mich. Fahrzeug zerstört. Aber er ist One-Shot. Hol ihn dir. Ja, Panther M10. Sehr schöner Panzer, gefällt mir sehr, sehr gut. Macht auch Spaß zu spielen. Vor allen Dingen, weil er angepasstes Matchmaking hat. Also mit dem E25 und anderen Panthern M10 kompatibel. Und mit denen kann man fantastisch viele lustige Sachen machen, allerdings nicht unbedingt spotten für den Feind. Ne? Also wenn wir im Achtergefecht oder so sind, geht nicht auf Scouten, das funktioniert nicht. Aber als Flankierpanzer und Supporter, gerade im Achtergefecht, ist der fantastisch. Viele unterschätzen ihn, denken sich, ja, so ein Panther, das ist nur eine kleine 100er, oh, noch eine 100er, naja, macht nichts. Noch einer und noch einer tot. Es geht echt schnell bei dem. So, unten ist der Aal. Wenn er so super hackt, könnte er da ruhig mal reinfahren. Hat er noch 800 Hitpoints, aber steht nur rum. Schade. Jetzt ist der auf der E25 da unten. Ey, sie hat einen Kratzer bekommen vom E25 und sie hat sogar den Feind weggeräumt. Immerhin. Ja, der Aal, den hätte sie sich noch holen können, aber egal. Sieg ist Sieg. Wir haben so zwei Kills gemacht. Ich habe mal zwei Kills. Naja, ein bisschen wenig Schaden, 1-6, aber was willst du machen? Wir haben am Anfang noch ganz schön auf die Fresse gekriegt. Ah, da die ein oder andere Artilleriegranate mehr auf die TDs wäre so geil gewesen. Mhm. Aber gut. Sieg ist Sieg und wir gehen gleich in Runde Nummer 2. So, du hast 2000 Schaden gemacht, ich habe 1,6 gemacht. Was hast du gespottet? 1000? Ich habe auch 1000. So, 44 Schüsse haben wir abgegeben und nur 13 haben durchschlagen. Das passiert häufiger. So, wir haben 72.000 Credits gemacht. Und den Rest nehmen wir hier mal weg. Von diesen 72.000 gehen nochmal 10.000 ab. Das heißt, 62.000 Credits konnten wir theoretisch mit nach Hause nehmen, ohne Boni. Und das ist ein guter Wert für Stufe 7. Nicht der beste, aber ein guter. Und ja, für einen Gratispanzer fantastisch. Ab in die nächste Runde. So, da sind wir auch schon. Runde Nummer 2 auf einer relativ offenen Karte im Achtergefecht. Und mal sehen, ob wir hier ein bisschen was unter das Volk mischen können. 150 Pennen, reicht für einen Skorpion, reicht für einen Progetto, finde ich gut. Stritzwang Seite. IS, Tiger P, ja, frontal wird es bisschen schwieriger, aber es ist machbar. Alles machbar. So, Tiger. Ich wette, viele da draußen fahren den Panther M10 einfach Gold-Only. Ja, ist irgendwo auch verständlich, aber 150 Pennen im Team ist dann doch schon ein bisschen tricky. Willst du da wirklich alleine hin? Ich weiß nicht, heute habe ich meinen Front Day. Ja, aber den machst du nicht lange. Den Front Day. Wenn du da ganz alleine reinfährst. Die sind nämlich jetzt irgendwie alle gerade abgelenkt. Oh lol. Weißt du was, ich fahr unten rum. Ich dachte vorhin, ich hätte keine Lampe, aber da war das hinter mir der Tiger, der offen war.
Haben sie den beschossen und hätten mich fast erwischt. Schweinerei. So, dann gehen wir mal flankieren hier. Challenger, okay. Scheint, dass die Flanke offen ist, bis auf der Tiger. Ja, oh, oh, oh. Okay. Ja, mit der kleinen Kanone kann man auch HE schießen. Das geht. B43 schießt auf mich. Der ging voll durch ihre Panzerung. Okay. Die ignorieren mich hier gerade komplett. Ja. Nicht gut. Außer der P43 ist der einzige, der mich schießt. Oh. Und die Arti. Ich hätte nichts sagen. So, alle 3,3 Sekunden hauen wir jetzt hier dem Progetto ein paar kleine Löcher um die Ohren. Ey, mach Platz. Ach, Arti, hau ab. Apropos Arti. Ja. Auf was? Ich hab daneben geschossen? Ist doch nicht wahr. So, da waren es dann die Achter. Haha, alle Achter weg. Ja, einer noch, Stritzwagen. Dann sind wir schon. Da steht doch hinten in der Ecke. So, also man sieht, ne, sobald das Ding hier auch nur ansatzweise der Flanke ist, ist der echt gemein. Das ist ein E25 mit Turm quasi. Ne? Das ist nicht so sneaky wie der E25. Dafür kann er halt in alle Richtungen schießen. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wir wurden entdeckt. Und ich denke, sie sind beide auf jeden Fall fantastische Panzer. Für geübte Spieler, das darf man nicht vergessen. Als Anfängerpanzer würde ich den jetzt hier nicht betiteln, aber man kann natürlich hier die ersten Erfahrungen sammeln und sei es auch erstmal nur darum, was man nicht tut, wenn man das Ding sich hier gratis erspielt. Falls man sich das Ding gratis erspielt. Man muss halt sehr viel spielen. Allerdings ist es, ich sag mal so, nicht wirklich krass skillbasierend. Man muss halt einfach nur spielen. Finde ich gut. Sowas könnte World of Tanks öfters machen. Da ist noch eine Arti da. KV2. Oh je, Mini. Nope. Nope. Kleine Pestis von Arti. Ja. Mit dem KV2 wollen wir uns nicht anlegen. Wir haben sie nicht mal okay, hier werde ich NPCA verwenden, ganz einfach, weil ich sonst nicht durchkomme. Ja, ich komme auch so nicht durch, okay. Rechtsschüsse ausgefallen. Wir feuern blind. Gut, das passiert, war klar. Aber wir sind nicht gestorben dabei. Ach komm schon. Holla KV2. Vorhin spottet der mich aus, ne? Dann kann man mal sehen, wie wenig sneaky wir hier wirklich sind. Wenn ein KV2 uns von da drüben spotten kann. Also verstecken kann man sich mit der Möhre hier nun wirklich nicht. Aber gut. Dafür können wir fantastisch flankieren. Vor allen Dingen, die meisten ignorieren den Panzer. Ich weiß nicht warum, aber er ist trotzdem arschgefährlich und er sollte nicht ignoriert werden, ne? Oh, guck mal, du hast 4 Kills gemacht. Wollte ich eigentlich gerade sagen, Kills sind gar nicht so einfach, weil halt immer noch ein Rest stehen bleibt. Aber naja, alle 3,3 Sekunden, ne? Beziehungsweise du mit Schokolade 3,1 Sekunden. 3,1, ja. Second Class, 127.000 und Platz 1 und 2 im Schaden. Du Platz 1 XP und ich Platz 2, auch gut. So, wir haben 79.000 Credits eingenommen, ne? Ohne den Bonus hier hätten wir jetzt nochmal gute 10.000 abdrücken müssen, hätten wir also 69.000 rausgeholt. Also, das ist schon ein fantastischer Premium für Stufe 7er. Allerdings, auf kleinen Karten ist der extrem schwer zu spielen und geht gerne mal drauf. Da bitte nur als Supporter spielen, nichts anderes und schon gar nicht als Flankierpanzer, weil kleine Schlauchkarten sind nicht unsere Freunde. Das war's dann auch erstmal. 2020, die neueste Edition vom Panther M10. Macht's gut, bis bald, Ammo. Tschüss. Tschüss. Auch dieses Video wurde wieder präsentiert durch die tollen Supporter der Herde. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Und bevor wir euch vorlesen, ganz kurz ein Wort der Änderung. Dieses Jahr 2020 läutet ein neues Jahrzehnt ein und auch dieses
altbackene Supporter-System wird komplett überarbeitet. Ende des Monats werden wir dieses Supporter-System mit Tippi komplett austauschen, neu machen und das Geile daran ist, ihr habt sehr viel mehr davon. Also wartet ab, freut euch drauf, Ende des Monats ist es soweit. Also nun erstmal vielen Dank an den Hüter der Herde Nikisi87, dann an Rüdiger, Dadadudu 06, Hessen Metro, Mutillerie, Nenari, Kampfminion, Königsmörder 89, Destroyer Tom, Tobias, General TikTok, Hater Number 1, Zimmy, Kultgaming.de, Trollloll, Cyberdeck, Bounty Hunter, CGN, Seritter 2017 und Kaloy128. Danke an dieser Stelle an alle Supporter und freut euch drauf, ab Ende des Monats wird's etwas ganz Neues geben.